Hallo, ich bin Florian Rackl, PGA Golf Professional und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Solltet ihr diesen noch nicht abonniert haben, macht das, es ist gratis und ihr verpasst keines meiner Videos mehr. Solltet ihr noch besser trainieren wollen und euer Spiel auf ein anderes Level heben wollen, dann besucht meine Video-Coaching-Plattform www.rackl-golf.at. Hallo, hier ist Florian Rackl und ich bin wieder mal am Gardasee und wieder im Cervo Golf Resort. Heute ein Course-Vlog über einen Platz, den ihr vielleicht noch nicht kennt. Der Cervo Golf Club, das Resort, hat ja mehrere 9-Loch-Plätze und darunter auch einen Par-3-Platz. Das ist der blaue Platz, den ganz, ganz viele nicht kennen. Ja, und den werden wir jetzt heute uns anschauen. Es wird ein Video sein, wo ihr jeden Schlag seht und wir machen auch ein kleines Gewinnspiel für euch. Ich werde versuchen, so viel wie möglich unter Par zu spielen. Ich hoffe, ich schaffe überhaupt unter Par. Die Grüns sind erifiziert, was es etwas schwieriger macht, aber egal, das werden wir schaffen. Kommentiert jetzt, bevor ich den ersten Schlag mache, was ihr glaubt, wie viel unter Par kann ich spielen. Und unter allen richtigen Kommentaren, die das richtige Ergebnis getippt haben, werde ich einen kleinen Special Prize verlosen. Also geht jetzt in den Kommentare hier unten dran und schreibt eure Einschätzung, wie viel unter Par spiele ich auf diesen 9-Loch-Par-3-Platz. Die Löcher sind zwischen 80 und 130 Meter lang. Ja, und ihr werdet jetzt jeden Schlag sehen. Ich werde euch dazwischen immer mal ein kleines Update geben, wie es vom Spielen her ist. Und es ist wieder ein wunderschöner Tag heute hier in Italien am Cervo Golf Resort. Gut, lasst uns loslegen. So, kurzer Zwischenbericht nach 3 Löchern. Die Schläge ins Grün sind ganz gut. Die Putts sind nicht drinnen. Es waren 3 Birdie-Chancen. Vielleicht einfach das Rezept, die Bälle etwas näher zum Loch zu schießen. Ist dann mit den Putts einfacher. Aber gut, wir schauen jetzt, was auf den nächsten Löchern passiert. Ich muss jetzt definitiv ein bisschen Gas geben, weil ein bisschen unter Par möchte ich eigentlich schon gehen. Jetzt kommen wir hier als nächstes an ein Par-3. Dass ich schon des Öfteren Birdie gespielt habe. Gute Erinnerungen. Schauen wir, ob es funktioniert.
So, und auch nach den nächsten drei Löchern leider wieder nur drei Pars. Das rächt sich auch schon langsam. Ich habe jetzt beim Verlassen des Grüns hier, habe ich richtig viel Wasser abbekommen, weil die Sprenkler auf einmal angegangen sind. Tja, wer die Birdies nicht macht, der wird nass. Drei Löcher sind es noch. Ich versuche natürlich alles, um jetzt hier noch ein paar Birdies zu machen. Es muss einfach sein. Es nützt nichts anderes. Bleib dran. Anscheinend hat mir die kleine Wasserdusche gut getan. Zwei Birdies in Folge auf Loch 7 und 8. Und jetzt haben wir noch ein einziges Loch. Und ich versuche mit einem Triple, also mit einem dreifachen Birdie, diese Runde zu beenden. Soweit auch heute mit meinem Eisenspiel, meinem Wedge-Spiel bin ich sehr, sehr zufrieden. Ein paar mehr Putts könnten fallen. Und das versuchen wir jetzt auf dem letzten Loch. Wir haben hier noch ein paar drei. Und zwar geht es hier hinaus, 130 Meter, wir versuchen mit der kleinen 9 vielleicht noch ein Birdie zu machen. Schauen wir mal. So, Runde vorbei, zwei unter Paar, bin im Prinzip wirklich zufrieden, besonders nach der Wasserdusche, nach dem sechsten Loch hat es mich anscheinend wachgerüttelt oder den Putter. Die Putts waren dann wesentlich besser und sind auch zwei gefallen. Der letzte war wieder sehr, sehr knapp, es war ein sehr gutes Finish, wie gesagt, zwei unter Paar. Unter allen, die zwei unter Paar in den Comments hinterlassen haben, werde ich einen Special Prize verlosen und den werde ich in den nächsten Tagen bekannt geben auf Instagram. Das heißt, geht rüber auf Instagram, folgt mir Florian Rackl Golf und da werde ich in den nächsten Tagen bekannt geben, welcher YouTube-Nutzer den Special Prize gewonnen hat. Wie gefällt euch diese Art von Course Vlog? Habt das mal sehr interessant gefunden, auch mit Shot Tracer, euch die Infos zu geben, welchen Schläger ich nehme bei jedem Loch. Ja, ich glaube, ich werde das öfter machen. Kommentiert unten dran, wie es euch gefallen hat. Like das Video, abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und aktiviert die Klingel, so verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.